Hey Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Hier ist der Veit mit einer weiteren Episode in meinem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. In diesen wilden, stürmischen Zeiten brauchen wir mehr denn je Hoffnung. Hoffnung in Form von lichtvollen Visionen, von neuen Möglichkeiten am Horizont der Menschheit. Deswegen freue ich mich besonders, euch heute einen sehr, sehr inspirierenden Interviewgast vorzustellen, Professor Braungart. Vielleicht ist er dir bekannt als der Erfinder der sogenannten Cradle-to-Cradle-Philosophie, doch in diesem Gespräch geht es um so viel mehr. Ich habe lange nicht mehr ein so inspirierendes Gespräch geführt. Es geht um die Frage, sind wir gut? Haben wir Menschen bereits unseren Platz in diesem Universum voll eingenommen? Und wer könnten wir sein für uns und unsere Umwelt, wenn wir beginnen würden, uns zu vertrauen und uns zu lieben? Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und wertvolle Ideen zur Umsetzung. Dein Veit. Herr Professor, erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Meine erste Frage in diesen wilden Zeiten, wie geht es Ihnen denn jetzt gerade damit? Ja, für mich ist das ja eine ziemlich gute Zeit, weil ich viele Dinge, die lange liegen geblieben sind, jetzt endlich bearbeiten kann. Es hat den Vorteil, dass ich meine Zeit im Augenblick dafür nutzen kann, endlich Dinge aufzuräumen. Ich habe von vielen Veranstaltungen nur die Unterlagen mitgebracht und irgendwo abgelegt. Und für mich hilft es sehr, zu reflektieren und zu fragen, was ist wirklich wichtig und Prioritäten zu setzen auf die Dinge, die wirklich zählen für die Zukunft. Insoweit ist diese Zeit für mich durchaus sehr hilfreich. Ist das für Sie als Mensch eine Zeit, die Sie eher beunruhigt, die Ihnen eher Angst macht, oder ist es etwas, was Ihnen Hoffnung bereitet? Naja, ich glaube, dass es schon wichtig ist, mal den Kontext zu sehen. Im Vergleich zu vielen Jahrhunderten vor uns ist das, was jetzt passiert, eigentlich relativ harmlos. Ich meine, Sie müssen sehen, dass im 17. Jahrhundert in Europa durch die Pest fast die Hälfte der gesamten Bevölkerung dahingerafft worden ist. Dagegen ist die Mortalität einer Corona-Infektion eigentlich doch minimal. Zum anderen ist es schon so, dass es wichtig ist, auch das zu vergleichen mit anderen Katastrophen und Ängsten, mit denen Menschen jetzt zum Beispiel in Syrien zu tun haben. Oder ich war vor kurzem in Bangladesch. Da relativiert sich doch einiges von dem, was wir an Angst haben. Weil ich glaube, dass es schon wichtig ist zu begreifen, dass alle Menschen auf der Welt ein Recht haben auf ein menschenwürdiges Leben und ein Leben, das sie weitgehend selber bestimmen können. Und da beklagen wir uns vielleicht im Moment auf ziemlich hohem Niveau im Verhältnis dazu. Sie beschäftigen sich ja sehr viel mit Ökosystemen, also auch wirklich auf eine sehr visionäre Art und Weise in die Zukunft gewandt. Sehen Sie in irgendeiner Art und Weise einen Zusammenhang zwischen dem, was gerade passiert? Also nicht nur mit dem Virus, sondern der Art und Weise, wie die Menschheit damit umgeht und dem Zustand unseres Ökosystems überhaupt. Ich frage deswegen, weil ich höre gerade viele Stimmen, die sagen, na, irgend so etwas musste kommen, damit wir mal aufwachen. Ja, es gibt einen deutschen Bundestrainer, der erzählt, dass jetzt die Erde sich jetzt doch an den Menschen rächt, so etwa. Das ist nicht, ich glaube, dass viele Menschen sozusagen es unterschwellig bedauern, dass sie nicht schon vorher bei irgendeiner Katastrophe dabei waren, weil je höher die größer die Katastrophe ist, desto mehr erscheint man doch irgendwie ein Teil eines bedeutenden Projektes zu sein. Also ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die unterschwellig bedauern, dass sie nicht beim Untergang der Titanic sozusagen mit dabei waren. Ich glaube, wir sollten schon schauen, dass wir unsere persönliche Befindlichkeit und die Befindlichkeit, die den Planeten insgesamt betrifft, doch etwas auseinanderhalten. Es geht nicht um den Untergang der Welt, den viele sozusagen irgendwie projizieren, oder es geht auch nicht um das Ende der Menschheit. Es geht darum, dass die Arten, die uns besonders liebenswert erscheinen, so wie die Bären oder die Löwen und die Tiger und die Giraffen und Zebras und Elefanten,
und Panda-Bären und was es alles gibt, was wir besonders schön finden, dass das alles die Existenz einbüßt und dass viele, viele Pflanzenarten, und die wir noch nicht mal richtig erkannt haben, von der Erde verschwinden durch unseren Einfluss. Und es geht auch nicht darum, dass die Menschheit insgesamt gefährdet ist. Selbst wenn wir als Menschen völlig versagen würden, würden immer noch 2 bis 3 Milliarden Menschen auf dieser Welt übrig bleiben. Wir haben verschiedene Modellrechnungen dazu gemacht. Aber worum es geht, ist, dass wir das verlieren, was uns Menschen menschenwürdig macht. Also wir kannibalisieren uns und wir zerstören das, was wir eigentlich aufgebaut haben durch langes Wissen der Menschheit in verschiedenen Kulturen, weil wir eben in der Tat nicht verstehen, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Also ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil die Menschen sozusagen die Krise extra so apokalyptisch gestalten, dass es schon wieder etwas Entlastendes hat, weil wenn man bei so einer großen Katastrophe dabei ist, dann ist man ja schon ein Teil eines wichtigen Projektes. Das Ganze ist viel trivialer. Es geht wirklich darum, dass wir unsere Menschenwürde verlieren und diese für ganz, ganz lange Zeit verlieren und dass wir all das verlieren, was diese Erde besonders schön macht. Die Kaninchen und die Ratten werden überleben dabei und auch die Bakterien und Viren werden überleben. Und also es geht nicht um das Überleben des Planeten, aber es geht auch um viel, viel mehr. Es geht darum zu fragen, warum sind wir überhaupt da? Also was ist unsere Rolle auf dieser Welt? Und da steht uns im Wesentlichen die Religion, traditionell verstanden im Christentum, im Islam, und wirklich dem gegenüber, die sagt, die Menschen sind böse und nur Gott kann sie erlösen. Also versuchen sie nur möglichst wenig schädlich zu sein. Und sie sagen dann, sie würden die Umwelt schützen, wenn sie weniger Auto fahren, oder sie schützen die Umwelt, wenn sie Zug fahren, oder sie schützen die Umwelt, wenn sie das Handtuch im Hotel nochmal nutzen, oder sie schützen angeblich die Umwelt, wenn sie eben weniger Müll machen. Aber das ist kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Und für weniger zerstörerisch zu sein, sind wir wirklich viel zu viele Menschen auf der Welt. Wir können doch lernen, nützlich zu sein. Wir können gut sein für die anderen Lebewesen. Wir sind das einzige Lebewesen auf der Welt, was Müll macht. Also warum sind wir dümmer als alle anderen Lebewesen? Die anderen Lebewesen sind nützlich. Und wir denken, wenn wir etwas weniger schädlich sind, würden wir etwas Gutes tun. Das ist so ein prinzipielles Missverständnis. Ich bin doch auch nicht gut für mein Kind, wenn ich mein Kind nur 5-mal schlage anstatt 10-mal. Also es braucht ein völlig anderes Lernen, ein völlig anderes Denken. Und dass wir jetzt innehalten, hilft uns vielleicht auch tatsächlich, eben neue Prioritäten zu setzen. Worin sehen Sie in der Krise jetzt die Chance? Also ich beobachte, es gab ja davor, gab es gerade eine relativ lange Zeit, wo das Thema Umwelt zumindest sehr, sehr hitzig diskutiert wurde. Das ist ja jetzt gerade so quasi komplett vom Tisch. Ist das schlecht? Ist es vielleicht sogar aber auch gut, dass wir uns mal aus diesem Tunnelblick befreien? Oder laufen wir gerade Gefahr, dass wir diese Themen, die Sie ja gerade auch angesprochen haben, jetzt gerade völlig vergessen, weil wir einfach nur panisch sind, dass wir uns anstecken könnten? Ja, ich glaube, dass die Panik sicherlich jetzt ein sehr schlechter Ratgeber ist, also Angst insgesamt. Das Erste ist wirklich, die Menschen zu feiern und sie als Chance zu sehen. Und ich glaube halt gerade im deutschsprachigen Bereich ist es schon so, dass wenn man Angst hat und Stress hat, und dass man eher nicht fortschrittlich wird, dass man nicht eher neu denkt, sondern eher in mittelalterliches Verhalten zurückverfällt. Also Ihre leichte Skepsis in der Frage kann ich durchaus nachvollziehen. Worum ich vor allem große Sorge habe, dass wir die Vitalität verlieren, die Dinge zu ändern. Also dass wir diese Finanz- und technischen Möglichkeiten, die wir ja brauchen, aber vor allem auch die Zeit, uns kulturell und mental und sozial anders zu orientieren, dass wir diese vielleicht darüber einbüßen, weil wir einfach die Vitalität dafür nicht mehr haben. Insoweit gibt es aber durchaus auch andere Kulturen. Ich meine, in Frankreich erlebt man eher, wenn man
Angst hat und Stress hat, dass man eher nach vorne denkt. Also die Französische Revolution wäre bei uns eigentlich nicht denkbar gewesen. Also es gibt durchaus da kulturelle Unterschiede. Und wenn wir als Europäer das betrachten, dann glaube ich, dass es in der Tat eher eine Chance ist, weil wir dann doch eher den Zusammenhalt besser begreifen und verstehen, dass wir wirklich nur gemeinsam etwas ändern können und erreichen können. Und darum bin ich insgesamt vorsichtig optimistisch, dass uns diese Krise tatsächlich hilft, Dinge nochmal neu zu sehen. Mich hat das gerade sehr berührt, was Sie gesagt haben über diesen Grundtenor, der Mensch ist böse, oder hey, lass uns die Welt retten, indem wir aufhören, Dinge zu tun. Also ich habe instinktiv immer eine Abneigung gegen Dinge, die nach Verbot oder Verzicht klingen, weil ich daran glaube, dass das Leben in sich eigentlich pure Fülle ist. Also daraus ist ja, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe, ist ja auch Ihr Cradle-to-Cradle-Ansatz entstanden. Ja, es geht um eine Kultur der Großzügigkeit. Also die Erde hat 20.000 Mal mehr Energieeintrag, als man irgendjemals auf der Erde brauchen würde, auch für die anderen Lebewesen. Das heißt, wir können großzügig sein, so wie ein Kirschbaum im Frühling, der auch nicht vermeidet, spart, verzichtet, reduziert, sondern der nützlich ist, der Lebensraum schafft für 200 andere Arten, der die Luft reinigt, der das Wasser reinigt, der wertvollste Substanzen synthetisiert den Überfluss an Energieeintrag. Wir haben eher ein nördliches Modell, wo es dunkel und kalt ist, sozusagen genommen und das globalisiert. Also es fängt schon mit der Definition der Nachhaltigkeit an, die sagt, die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen Generationen zu schaden. Ich meine, wie traurig, ich möchte doch gut für meine Kinder sein und ihnen nicht schaden. Das heißt, wenn es dunkel und kalt ist, wenn man friert, dann muss man vielleicht vermeiden, sparen, verzichten, reduzieren, sonst kommt man nicht irgendwie durch den Winter. Aber die Erde insgesamt ist ein System, was großzügig verschwenderisch sein kann, aber intelligent verschwenderisch, also nicht zerstörerisch verschwenderisch. Und da gibt es natürlich ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten darüber. Aber es ist ein prinzipielles Missverständnis. Eine Stadt wie Wien zum Beispiel oder München möchte zum Beispiel klimaneutral sein. Ich meine, das ist so extrem traurig, wenn man es wirklich sich überlegt. Denn klimaneutral kann ich nur sein, wenn ich nicht existiere. Kein Baum ist doch klimaneutral. Ein Baum ist gut fürs Klima. Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends heim und erzählen Ihren Kindern, dass Sie heute kinderneutral sein wollen. Wollen Sie nicht gut für Ihre Kinder sein? Aber das ist das höchste Ziel, was die Europäische Union jetzt auch vorgegeben hat. 2050 möchte man klimaneutral sein. Ich möchte gut fürs Klima sein. Ich möchte nützlich sein für die anderen Lebewesen. Ich möchte, dass die sich freuen, wenn es mich gibt und nicht, dass sie denken, oh, wer läuft denn hier neutral durch die Gegend? Ich möchte, dass wir einen großen Fußabdruck haben, der aber ein Feuchtgebiet wird. Also wenn Sie entlang der Donau laufen, dann ist jeder Fußabdruck ein kleines Feuchtgebiet, ein Retentionsraum. Also warum wollen wir den menschlichen Fußabdruck nicht feiern? Warum wollen wir die Menschen nicht anschauen und sagen, schön, was für eine Chance für den Planeten? Das heißt nicht, dass wir dann eben uns die Dinge an uns raffen. Das ist doch eher gegenteilig. Wenn ich die Existenz von Menschen in Frage stelle, dann werden sie raffgierig und feindselig, weil sie sagen, bevor du es mir wegnimmst, nehme ich es doch lieber selber. Wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, wenn sie wirklich als solche Menschen gemocht sind, ohne dass sie besonders was leisten müssen, dann sind Menschen immer großzügig und freundlich, und das in allen Kulturen. Das heißt, wir könnten zu einem weit bescheideneren Lebensstil kommen, davon nicht deshalb, weil es uns jemand vorschreibt oder weil es gesetzlich irgendwie durch Zwang umgesetzt wird, sondern weil wir uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Also die Grundfrage ist die des Menschenbildes, die Grundfrage ist die der Rolle der Menschen auf dieser Welt. Für weniger schädlich sind wir viel zu viele Menschen auf der Welt. Also jetzt zu sagen, es wäre besser, es gäbe dich gar nicht, wenn beim Club of Rome vorgeschlagen wird, dass jemand eine Prämie bekommt, wenn nur ein Kind hat, davon
weil man damit ja die Umwelt entlasten würde. Das sagt doch jedem Menschen, es wäre eigentlich besser, es gäbe dich nicht. Denn dieser Logik davon könnte man ja dann auch diese jetzige Corona-Seuche ja sehen, dass es ja gut ist, weil dadurch die Zahl der Menschen doch signifikant reduziert werden könnte. Wie gesagt, wir verlieren damit unsere Würde. Und dann kann ich natürlich jeden Menschen, der möglichst viele andere Menschen umbringt, sogar noch feiern, weil er ja dafür sorgt, dass es damit eben weniger Belastung für den Planeten gäbe. Ist das vielleicht einer der psychologischen Gründe, warum wir Menschen so Schwierigkeiten haben, uns Umweltschutz anzuschließen, weil es quasi eigentlich fast immer auf Verzicht beruht? Naja, wie gesagt, das ist eine religiöse Komponente erstmal. Die Religion hat in vielen Kulturen versucht, die Menschen dadurch einzuschüchtern, dass man ihnen sagte, dass sie erlöst werden müssten, dass sie von sich aus eine Erbsünde hätten, dass sie eben von sich aus gesehen jemand anderes brauchen würden davon, anstatt die Schönheit, die Göttlichkeit, die in uns allen ist, sozusagen zu feiern, hat man eher es genutzt, um Menschen abhängig zu machen und einzuschüchtern. Und das ist vielfach verinnerlicht, ohne dass es überhaupt noch reflektiert wird. Also darum kommt eben diese Schuldsprache, vermeiden, verzichten, reduzieren, sparen, sozusagen, ist praktisch so völlig unreflektiert übernommen, anstatt zu sagen, lasst uns doch eine Kultur schaffen, wo wir, die wirklich auf Großzügigkeit aufgebaut ist, die auf Freundlichkeit aufgebaut ist. Also es steht, und ich habe das erst richtig begriffen, als ich 2 Jahre in China gearbeitet habe. Es gibt viele Menschen von uns, und ich gehöre durchaus ja auch dazu, die im Zweifel Bio-Lebensmittel durchaus bevorzugen. Österreich ist weltweit das Land, was den höchsten Bio-Anteil hat überhaupt. Aber wenn man sich den Bio-Begriff anschaut, dann ist er eigentlich sehr traurig, weil er erlaubt nicht, dass meine eigenen Stoffwechselprodukte wieder eingesetzt werden dürfen. Also es ist nur Bio, wenn ich nicht dabei bin. So verliert selbst der radikalste Bio-Anbau, wie zum Beispiel Demeter, bis zu 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr, weil meine eigenen Stoffwechselprodukte, meine eigenen Fäkalien nicht eingesetzt werden dürfen. Es ist nur Bio, wenn ich nicht dabei bin. Ich habe das erst in China begriffen. Wenn man in China zum Essen eingeladen ist auf dem Land, dann erwarten die Leute bis heute noch, dass man nach dem Essen so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, weil man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Also, zu begreifen, dass wir ein Teil von dem Ganzen sind. Der jetzige Bio-Begriff hat solche Dinge nicht drin wie Artenvielfalt oder Bodenerosion. Er hat ganz viele Dinge nicht drin, die einfach wirklich bedeuten, dass wir wirklich die Eingeborenen sind auf diesem Planeten. Wir können den Eingeborenenstatus nicht immer irgendwelchen Aborigines in Australien aufbürden, sozusagen. Wir sind die Eingeborenen dieses Planeten und wir verhalten uns nicht so. Was übrigens noch dazu kommt, ist sicher aus meiner Sicht so eine Art Romantisierung der Natur, die damit zu tun hat, dass wir ein schlechtes Gewissen haben durch die Zerstörung der Natur. Also wenn die Menschen von Mutter Natur reden, dann ist das sicherlich ein schönes Bild, aber es hat gleichzeitig den Nachteil, dass das Kind sich immer irgendwie schlecht fühlen muss, weil die Mutter muss ja irgendwie gut sein. Also ich möchte schon darauf hinweisen, dass eine Krebserkrankung im Prinzip eine natürliche Notwendigkeit ist. Also in jedem Körper, in Ihrem, in meinem, entstehen jeden Tag 10 bis 15 Krebszellen als Effekt aus der Zellteilung. Also langlebige Organismen könnten sich gar nicht anpassen, wenn es Muttergenität nicht gäbe, aus dem sozusagen Krebs eine Folgerung davon ist. Die am stärksten krebserzeugenden Stoffe sind immer noch Naturstoffe bei weitem. Also das heißt, die Natur braucht Muttergenität, um einen langlebigen Genpool überhaupt anpassen zu können. Ne? Aber welche Mutter würde ihrem Kind Krebs geben? Oder wenn man sich in Syrien anschaut, wie Leute dort systematisch ermordet werden, mit Chemiewaffen zum Beispiel. Selbst die perversesten Chemiewaffen
die sich Menschen jemals ausgedacht haben, sind immer noch über 1 Million Mal weniger giftig als das, was die Natur kann, an Giften, was sie an Giften einsetzt in der Evolution. Das heißt, welche Mutter würde ihr Kind vergiften? Ich habe das erst richtig begriffen, dass die Natur nicht unsere Mutter ist, als ich in Holland jetzt 6 Jahre gelebt habe. Das Haus, in dem ich in Rotterdam noch lebe, davon ist über 8 Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn ich dort von Mutter Natur reden würde, würde die nächste Flutwelle mich einfach mitnehmen. Also die Natur ist unsere Lehrerin. Wir können endlos von Natur lernen. Aber nur dann, wenn wir begreifen, dass wir ein Teil dieser Natur sind. Und die Natur ist unsere Partnerin. Ja? Aber wir können nur dann lernen, wenn wir wirklich einen partnerschaftlichen Umgang lernen. Also nicht die Natur zu romantisieren. Das, ich meine, gerade im deutschen Sprachbereich gibt es so viele Lieder über den Wald und die Bäume davon. Das hat hauptsächlich mit zu tun, dass wir erstmal diesen Wald und die Bäume systematisch niedergebrannt haben und zerstört haben. Und dann musste man das schlechte Gewissen sozusagen ausgleichen. Vielleicht kennen Sie es aus persönlicher Sicht, wenn Sie Ihr Kind schlecht behandelt haben, dann versuchen Sie es mit irgendwie einer Geste des guten Willens irgendwie wieder auszugleichen dabei. Das ist aber so eine Form von Schuldmanagement, die natürlich verständlich ist. Und im deutschen Sprachbereich kam natürlich noch die totalitäre Vergangenheit, die Nazi-Diktatur dazu, die den Leuten zusätzlich ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Denn wenn eine Kultur nicht in der Lage ist, so elementare Barbarei aufzuhalten, ja, kein Goethe, kein Schiller, kein Kafka, keine Malerei, kein Mozart solche Barbarei aufhalten kann, was ist diese Kultur denn tatsächlich wert? Also diese Grunderschütterung dafür hat natürlich zusätzlich ein schlechtes Gewissen mit sich gebracht. Man sich erstmal entschuldigt, dass man überhaupt da ist. Also gibt sozusagen viele Faktoren, die, wenn man in Dresden Menschen erlebt, die einem erzählen, dass man jetzt unter die Nazi-Geschichte einen Schlussstrich ziehen müsste. Ich meine, wir haben die Verbrechen nicht begangen und wir sind auch nicht für die Verbrechen verantwortlich, aber wir können aus diesen Verbrechen und aus diesen geschichtlichen Zusammenhängen doch lernen. Und es gibt uns eine besondere Chance, uns doch weiterzuentwickeln. Aber wenn wir uns ständig entschuldigen, dass wir überhaupt da sind, dann sind wir daraus nicht kreativ. Wir optimieren nur das Bestehende. Das heißt, wir versuchen zum Beispiel eine Plastikfolie 10% leichter zu machen und sagen dann, oh ja, wir haben Plastik eingespart. Aber damit ist die Plastikfolie gar nicht mehr in der Lage, irgendwie zurückgewonnen zu werden oder eingesetzt zu werden. Oder der Wind weht sie einfach davon. Wir optimieren vielfach das Falsche und machen es damit perfekt falsch, anstatt zuerst mal zu fragen, was das Richtige ist. Also ist so ein Grunddilemma, dass wir eher an Effizienz denken, anstatt an Effektivität. Also gerade im ökologischen Bereich habe ich wirklich Kollegen, die mir erzählen, dass es doch besser ist, wenn man noch 1000 Liter mehr aus einer armen Kuh herausquetscht, weil man dann weniger Kühe braucht, um die dann wieder weniger Methan produzieren, anstatt zu fragen, was ist denn gesundes Essen, was ist gesunde Nahrung, was sind gesunde Lebensmittel. So optimiert man vielfach die falschen Dinge und macht sie damit perfekt falsch. In dieser Logik hat zum Beispiel ein Land wie Polen die Umwelt so viel besser geschützt als Österreich, einfach durch Ineffizienz. Man konnte die ganzen Feuchtgebiete nicht zerstören, weil man nicht das Geld dazu hatte. Darum ist zum Ersten zu fragen, was ist das Richtige und nicht, wie mache ich es richtig. Denn sonst macht man die falschen Dinge richtig und damit eben richtig falsch. Könnte man sagen, dass das philosophische Fundament Ihres Ansatzes eigentlich eine Versöhnung des Menschen mit sich selbst sein muss. Also überhaupt erstmal in Frieden mit sich selbst zu kommen und seinen eigenen Wert innerhalb der Existenz anzuerkennen. Ja, ich meine, wenn die Menschen sich selber nicht akzeptieren als Menschen, dann können sie auch nicht zu den anderen Lebewesen gut sein. Also darum ist wirklich das Erste zu begreifen, dass die Menschen eine Chance für den Planeten sein können. Dann benehmen sie sich auch so. Wenn man einen Menschen als Belastung stilisiert, dann wird er zur Belastung. Ich meine, stellen Sie ein Kind in die Ecke, das kann so freundlich und liebenswürdig sein, wenn sie das mehrere Stunden machen dazu, dann muss es sich dagegen wehren. Ne? Also es geht ja gar nicht anders. Also darum ist wirklich das Erste zu sagen, naja, wir gehören dazu, wir sind ein Teil davon. Ja?
Also die Grundfrage ist natürlich eine philosophisch-theologische davon, die schon Augustinus im 5. Jahrhundert sich überlegt hat, ist die Frage, ob das Böse seine eigene Qualität hat. Ja. Mhm. Er kommt zur Schlussfolgerung, wenn das Böse seine eigene Seinsqualität hätte, dann gäbe es Gott nicht, weil dann ja jeder Baum und jedes Haus seinen eigenen Gott haben könnte, weil Gott darüber gedacht ist, dass Gott allmächtig ist, sonst ist er nicht Gott. Ja. Sonst ja. gibt es. Das heißt, die Grundfrage ist natürlich die, ist das Böse tatsächlich als solche eine Qualität oder ist es nur die Abwesenheit von Qualität? Also so wie Hannah Arendt dann über die Banalität des Bösen philosophiert, mit Heidegger ursprünglich, davon ist es wichtig zu fragen, naja, ist es nicht so wie die Dunkelheit? Die Dunkelheit ist nur da, wenn es kein Licht ist. Ja, also die Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Also es geht darum einfach auch nicht mehr um Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit ist letztlich gesehen ein trauriges Konzept, die das Bestehende stabilisiert. Wenn das Bestehende aber falsch ist, wird es dadurch eher gründlicher falsch. Also echtes Neues, echte Innovation ist nicht nachhaltig, sonst wäre sie ja keine. Ja. Also die Waschmaschine war nicht nachhaltig für meine Mutter, die die Wäsche noch im Fluss gewaschen hat. Davon, sie hat sofort ihre Stelle verloren, oder? Die Dampfmaschine war nicht nachhaltig für die Leute, die Pferdefuhrwerke vorher hatten, oder das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher stationäre Telefone hatten. Die Nachhaltigkeit führt jetzt dazu, das Bestehende etwas weniger schädlich zu machen, und da es aber viele Dinge so elementar falsch sind, optimiert man damit eben die falschen Dinge. Darum geht es eher um ein umfassendes Verständnis von Qualität oder ein genauso betrachtet umgekehrt von Schönheit. Es ist einfach nicht schön, wenn es die Menschen krank macht. Es ist nicht schön, wenn die Menschen kein Auskommen dabei haben, wenn sie ihre Würde dafür verlieren davon, dann ist es einfach nicht schön. Also Schönheit, Qualität, Innovation anstatt der traditionellen Nachhaltigkeit. Jetzt könnte man ja, wenn man das zum ersten Mal hört, kann man denken, mein Gott, das ist ja mal wieder so ein richtig utopischer Fantast. Sie sind aber Wissenschaftler und ich weiß, dass Sie das an vielen, vielen Modellen tatsächlich auch durchgerechnet haben. Also Cradle to Cradle, das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, ist ja wirklich auch ein sehr praktischer Ansatz. Ja klar, also ich meine, es geht darum, Dinge zu machen, die nützlich sind, nicht weniger schädlich. Also das fing an zum Beispiel zu sagen, naja, alles was verschleißt, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, muss so gemacht werden, dass es in die biologischen Systeme zurückgehen kann und für die Systeme nützlich sein kann. Ich meine jetzt nicht, dass man unbedingt Autos haben sollte, sondern dass man auch Fahrradreifen so hat, dass die Materialien, die sich abreiben, nicht Mikroplastik in der Donau nachher bedeuten, sondern dass sie nützlich für die Biosphäre sind. Alle Dinge, die nur genutzt werden, wie Fernseher, wie Waschmaschinen, wie technische Geräte davon, die werden technische Nährstoffe. Es gibt also dann keinen Abfall mehr, sondern alles ist Nährstoff. Und daraus entstehen viele praktische Produkte, weil die Menschen glauben im Moment, es sei Umweltschutz, wenn sie eine Kläranlage bauen, aber es ist eigentlich Umweltschutz, wenn es keine Kläranlage braucht. Also wir können jetzt Textilien herstellen, wo das Wasser, was aus der Fertigung herauskommt, direkt für die Bewässerung verwendet werden kann. Eben braucht keine Kläranlage. Also zum Beispiel das allererste Cradle-to-Cradle-Produkt waren essbare Bezugsstoffe. Wenn Sie heute ein Sofa herstellen, sind die Zuschnitte vom Stoff sind so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Ich suche nur alle Zutaten raus, dass ich sie auch essen könnte. Das heißt, alle Materialien werden so gemacht, dass sie für die Biosphäre geeignet sind. Damit können die Zuschnitte als Torfersatz in die Gärtnereien gehen. Die Herstellung braucht keine Kläranlage mehr. Der Arbeitsschutz ist so viel einfacher. Also das, was verschleißt, muss für die Biosphäre sein. Alles, was nur genutzt wird, geht in die Technosphäre. Niemand braucht eine Waschmaschine. Ich brauche doch nur saubere Wäsche. Wenn ich also den Kunden als Hersteller nur 3000 Mal Waschen verkaufe, dann kann der Hersteller die besten Materialien verwenden. Anstatt 150 billige Kunststoffe kann er Materialien verwenden, die tatsächlich wieder neu und immer wieder einsetzbar sind. Man verkauft kein
Schreibtischstuhl mehr, sondern 10 Jahre gesundes Sitzen, dann kann der Hersteller anstatt 40 billige Kunststoffe 3 Kunststoffe einsetzen zum Beispiel, weil er nur die Dienstleistung abgibt. Man verkauft kein Fenster mehr, sondern nur noch Durchgucken und Wärmedämmung oder Haustüren. Genauso, alles wird Dienstleistung. Und dann geht es nicht mehr darum, das Eigentum an diesen Dingen zu haben. Es reicht völlig der Besitz. Ich kann drüber verfügen davon, aber der Hersteller kann das Material behalten und damit kann er eben, wie gesagt, das Gebäude zur Materialbank werden, weil er praktisch nur den Kunden die Nutzung von diesen Materialien abgibt. Und dann müssen wir auch nicht immer alles an uns raffen, sondern wir fragen einfach, was wir wirklich haben wollen. Das ist ein langer Prozess. Ich habe mal als Student ein Fernseher auseinandergebaut und ganz unschuldig gefragt, wollen die Leute 4360 Chemikalien haben oder möchten sie Fernsehen gucken? Dann wurde ich von dem Wettbewerb ausgeschlossen, weil das galt als Ökokommunismus. Das heißt, Dinge brauchen Zeit. Damals war das Eigentum im Ost-West-Gegensatz einfach noch Religion. Alle modernen Produkte sind eigentlich Dienstleistungen. Ich brauche doch kein Mobiltelefon. Ich möchte vielleicht telefonieren. Ich brauche keinen Teppichboden. Ich brauche nur eine Fußbodenverpackungsversicherung praktisch. Das befreit die Menschen daran, alles an sich raffen zu müssen. Das ist Cradle to Cradle, also von der Wiege zu denken, anstatt von der Wiege zur Bahre. Können Sie ein vielleicht bekanntes, großes Beispiel einer Firma oder eines Produkts nennen, die das wirklich konsequent umgesetzt haben? Ja, also es gibt zum Beispiel eine Firma Tarikett, die macht Millionen Quadratmeter an Fußbodenbelägen. Die hat sich verpflichtet, ihr ganzes Unternehmen danach umzustellen, dass sie eben keinen Fußbodenbelag mehr verkauft, sondern eben nur 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung davon. Es verwendet niemand mehr Materialien als diese Firma Tarikett, ein französisches Unternehmen, das das zur Hälfte noch in Familienbesitz auch ist. Und die Hersteller haben das begriffen. Die sagen, wir machen nicht nur das für ein paar Produkte, sondern unser ganzes Unternehmen. Oder die Firma Good Baby. Good Baby in einem Wort. Da gibt es einen Herrn Song, der aus Kunshan, südlich von Shanghai, der sagt, wir bauen das um. Das findet man im Internet, wenn man Good Baby Cradle Cradle eingibt, zeigen die, wie sie innerhalb der letzten 10 Jahre ihr ganzes Unternehmen danach umgebaut haben. Die machen mehr Kindersachen, als es Kinder auf der Welt gibt. Davon, weil sie eben alle 3 Sekunden einen Kinderwagen machen, alle 2 Sekunden ein Kindersitz, jede Sekunde ein Kinderbett, ein Autositz davon. Das heißt also, sie machen Materialien, die für die Technosphäre oder die Biosphäre geeignet sind. Und so gibt es inzwischen viele. Es gibt auch einen Cradle-to-Cradle-Verein, wo inzwischen weit über 1000 junge Leute, überwiegend junge Leute drin sind, mit lokalen Gruppen im ganzen deutschsprachigen Bereich, davon, wo die Menschen sich drüber austauschen. Wenn man einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, sondern nur schlecht weniger, dann möchte man gut sein und nicht weniger schlecht. Jetzt gibt es ja, also gerade in den letzten 2 Jahren ging es ja extrem um Verzicht, Verzicht, Verzicht. Zum Beispiel hört auf zu reisen. Was zum einen also zu diesem ominösen Begriff Flugscham geführt hat. Also wie ist Ihre Perspektive auf das Reisen? Also wie kann man das in dieser in diesem? Es gab es ja schon früher in der DDR Friedensbewegung, das hieß irgendwie Schwerter zu Flugscham oder so ähnlich. Nein, das ist okay. Also mir fällt natürlich auch viel Blödsinn ein, wenn mir viel Neues einfällt, gebe ich zu. Aber eine Greta Thunberg schützt nicht die Umwelt, wenn sie mit dem Zug fährt oder mit dem Segelschiff fährt. Sie zerstört nur etwas weniger. Das heißt, wenn ich den Leuten nur ein schlechtes Gewissen mache, dann erreiche ich nur, dass das Bestehende etwas weniger schädlich wird. Aber das Bestehende ist tödlich. Also machen wir uns nichts vor. Dieser Planet wird mit uns so nicht existieren können, mit 10 Milliarden Menschen, wenn wir nur versuchen, etwas weniger schädlich zu sein. Darum braucht das wirklich ein neues Denken, ein anderes Denken, was auch wirklich die Menschen im Mittelpunkt stellt. Also wir wollen gut sein für die Gesellschaft, aber wir verstehen großenteils nicht, dass das bedeutet, dass das Individuum natürlich sich als Teil des Ganzen versteht, aber auch ein Teil der Natur, dass wir da insgesamt zusammengehören. Wir schützen die Umwelt nicht, wenn wir etwas weniger schlecht sind.
Also es geht wirklich darum, wie ich es nenne, ein Triple Top Line. Gut zu sein für die Gesellschaft, gut für die Wirtschaft, aber auch gut einfach für die anderen Lebewesen zu sein, also nützlich zu sein. Und dann kommen wir natürlich zu anderen Schlussfolgerungen. Wenn wir die jetzige Nachhaltigkeit macht den Kunden praktisch zum Feind. Die sagt, wenn du es gar nicht kaufst, ist es noch besser, musst du es wirklich haben. Aber damit verliert das Unternehmen oder die Institution die Vitalität, um sich überhaupt ändern zu können. Also wäre es doch nicht viel besser zu sagen, schau mal, dort wollen wir 2030 sein. Und je mehr du von mir kaufst in dem Falle, desto schneller komme ich sogar voran. Auch wenn ich noch nicht perfekt bin und du bist auch nicht perfekt. Also wir sollten uns nicht gegenseitig was vormachen davon. Wir sind noch unterwegs dazu. Aber der Kunde hilft durch seine Nachfrage, auch für etwas, was noch nicht perfekt ist, dazu dem Unternehmen sich zu ändern. Es kann dadurch wirklich die Dinge nochmal neu machen. Wenn es das Geld nicht verdient dazu, dann kann es das auch nicht. Also ich kann nur klimaneutral sein, wenn ich nicht existiere sozusagen. Aber ich kann sagen, wir wollen 2030 gut sein für das Klima. Wir wollen klimapositiv sein. Und das ist unser Weg dafür. Dann kann der Kunde auch im Unternehmen sagen, das sind die Schritte, die ich vorschlage. Und komm du mit entsprechenden Vorschlägen. Das heißt, es geht nicht mehr um Wettbewerb, um Recht haben, sondern darum, die Methode zu entwickeln, dass man im gemeinsamen Dialog die Dinge anschaut. Also es hilft nicht, halb so viel Rindfleisch zu verspeisen davon für die Welt. Es ist einfach die ungesündeste Form, Eiweiß aufzunehmen. Also wenn man Rindfleisch verspeist, nimmt man weniger als 20% des Eiweißes wirklich auf. Wenn man zum Beispiel Algen oder Pilze oder Bakterien als Nahrungsgrundlage sich überlegen würde, dann würde man über 80% des Eiweißes aufnehmen. Also ist es nicht die Frage, wie kann ich jetzt Rindfleisch möglichst umweltunschädlich produzieren, sondern zu fragen, was ist gesunde Nahrung? Also was ist das Richtige? Und nicht, wie kann ich das Falsche ein bisschen weniger falsch machen und dann mit umso gründlicher. Also ich hatte gerade vorher eine Diskussion darüber, dass jemand die Eierschalen aus der Eierproduktion von Massentierhaltung jetzt verwenden will als Füllstoffe für Teppichböden. Ja. Damit mache ich bloß eine völlig absurde Form von Landwirtschaft noch ein bisschen kostengünstiger. Ja. Und das läuft dann als Kreislaufwirtschaft. Oder die Leute packen giftige Flugaschen in Bausteine und nennen das dann Kreislaufwirtschaft. Damit optimiert man eben nur das Falsche. Darum ist es das Erste und das Wichtigste, eben zu fragen, was ist gesundes Essen, was ist gesunde Luft und nicht, wie kann ich das Gebäude versiegeln, um es möglichst gasdicht zu machen, um Energie einzusparen. Dann ist die Luft im Gebäude 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Schon heute ist in Mitteleuropa Asthma häufigste Kinderkrankheit. Also darum ist doch die erste Frage, was ist gesunde Luft und nicht, wie spare ich Energie ein. Wie würde aus Ihrer Sicht ein klimapositives Transportwesen aussehen? Wie können Menschen klimapositiv fliegen? Ja, das Erste ist, das Gesamtsystem zu sehen. Die Frage ist, kann ein Mensch, indem er irgendwo hinfliegt, etwas davon lernen oder etwas beitragen, dass wir insgesamt nützlich sind für diesen Planeten? Also nicht das Einzige anzugucken, sondern zu sagen, also die Wurzeln eines Baums brauchen durchaus auch Sauerstoff und produzieren Kohlendioxid davon. Also das Gesamtsystem ist nützlich. Das heißt, wenn ich mir anschaue zum Beispiel, wir würden nur 4 Promille des Kohlenstoffs, den wir im Boden dazu bekommen, könnten alle Kohlendioxid-Emissionen dieser Welt lang ausgleichen. Wir haben in den letzten 150 Jahren die Gesamtfläche Chinas und die Gesamtfläche der Vereinigten Staaten als landwirtschaftliche Nutzfläche für die Welt verloren, weil eine Landwirtschaft zerstörerisch den Boden abbaut. Ja. Also wenn ich Mais anbaue in Europa, verliere ich zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Das ist aber der Hauptkohlenstoffträger. Das heißt, wenn ich dazu beitragen kann, zum Beispiel indem ich in die Türkei fliege und den Leuten helfe auf dem Land, die Haselnusssträucher
die alten Frauen, die aufgrund ihrer eigenen körperlichen Gebrechlichkeit das nicht mehr nutzen können und würde dabei so viel lernen, dass es völlig egal wäre, wie ich dorthin gekommen wäre. Und gleichzeitig schaffe ich eine Landwirtschaft, die den Boden aufbaut, die den Kohlenstoff dort festhält. Das heißt, die Frage ist, wie ist meine Gesamtbilanz? Im Augenblick ist es ja so, dass wir eine Landwirtschaft haben, die 10 Kalorien Energie einsetzt, um eine Kalorie Ernährung zu erreichen. Das heißt, ich bin im Moment weniger schlecht fürs Klima, wenn ich den Aufzug nehme, anstatt die Treppe zu steigen. Weil für die gleiche Leistung brauche ich dafür nur 2 Kalorien. Das heißt, ich kann meinen Kohlenstofffußabdruck um das 5-fache senken, nur durch Aufzug fahren. Und das heißt, ich frage doch lieber, was ist die richtige und gesunde Ernährung, anstatt zu fragen, ob ich jetzt hier mal hingeflogen bin oder dort mal so gepäckmesserisch die CO2-Menge dafür ausrechne. Wäre es doch viel sinnvoller zu sagen, wo bin ich nützlich? Und das kann ich mit den anderen Leuten austauschen. Also ja, den Teppichboden, wo man den Leuten nur 10 Jahre Fußboden Verpackungsversicherung verkauft, muss ich natürlich auch wieder zurücktransportieren. Und natürlich werde ich dafür Transportwege brauchen und natürlich wird das auch Energie brauchen. Davon die Frage ist, wie ist meine Gesamtbilanz? Dieser Teppichboden kann Feinstäube an sich binden. Es ist schön, dass wir uns um Corona im Moment Sorgen machen. Dazu, wenn eben 2% der Erkrankten darüber sterben könnten, dann ist das natürlich von großer Bedeutung. Aber wir verlieren durch Luftschadstoffe 7 Jahre Lebenserwartung. Das ist ein 30-faches von dem, was wir an Bedrohung durch Corona haben. Das heißt, wenn ich Teppichböden mache, die aktiv Feinstäube an sich binden, und das geht dann, wenn ich nur die Nutzung des Teppichbodens angucke, dann sonst komme ich nur dazu, sozusagen die ganze Zeit etwas CO2 hier und dort einzusparen, anstatt zu fragen, wo nütze ich den insgesamt im System. Allein durch das Laufen, durch Sport dazu, verursacht ein Mensch an dem, was er ausatmet, bis zu 2 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Wenn ich im Bett liegen bleibe, brauche ich für die gleiche Lebenszeit nur 160 Kilogramm, sofern ich den Fernseher nicht einschalte dabei. Wenn Sie jetzt gerade auf die Welt schauen, also sind Sie zufrieden damit, wie sich diese, also ich finde persönlich sehr, also mich beflügelt diese Perspektive, aber sind Sie zufrieden damit, in welcher Geschwindigkeit sich diese Perspektive ausbreitet oder eher frustriert, weil so viel auf Mangel und auf Verzicht ausgerichtet ist? Also jetzt wirklich als Mensch. Ja, ich bin irgendwie so unterschwellig immer ganz euphorisch darüber, wie schnell sich das ändert. Also ich hatte als Student noch ein Mobiltelefon, das hat 18 Kilo gewogen. Zwischen der Erfindung des Mobiltelefons und der Verfügbarkeit für die Allgemeinheit sind insgesamt über 65 Jahre vergangen. Das Internet hat 55 Jahre gebraucht, bis es wirklich verfügbar war. Das heißt, es gibt inzwischen von Cradle to Cradle schon über 11.000 Produkte davon. Die kann man auch finden, wenn man unter Cradle to Cradle zertifiziert nachguckt. Davon findet man das, oder es gibt, also dafür ist es erstaunlich schnell. Also wenn man die Geschwindigkeit so beibehalten würde, dann wird vor 2050 alles Cradle to Cradle sein. Weil wenn man einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte man nicht mit weniger schlecht weitermachen, man möchte gut sein davon. Und darum setzt sich das im Moment sehr schnell durch. Praktisch alle führenden Designschulen der Welt lehren inzwischen Cradle to Cradle als Designgrundlage. Es macht die Designer und Designerinnen wichtiger. Vorher sind sie praktisch nur Behübscher. Jetzt sind sie wirklich Gestalter. Das heißt, sie können die Dinge wirklich ändern und anders machen. Und insoweit glaube ich schon, dass wir gerade im deutschsprachigen Bereich die 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion jetzt in Qualität umsetzen können, in Innovation umsetzen können. Das merkt man daran, dass sich ein Larry Page von Google bei uns meldet und fragt im Institut, ob wir nicht helfen können für ein Haus, was keinen Feinstaub drin hat. Also, weil er natürlich begreift, dass man durch Feinstaub so viel Lebenserwartung verliert. Und dann gibt es einen Christoph Ingenhofen als Architekten, der dann so etwas umsetzen soll. Das heißt, wir haben in Mitteleuropa praktisch in allen technischen Bereichen, die sonst
so als wichtig angesehen werden, fast den Anschluss verpasst. Also ich hatte eine koreanische Mitarbeiterin, die saß jeden Morgen vor dem Rechner und sah aus wie ein Kaninchen vor der Schlange, weil sie immer dachte, ihr Rechner sei kaputt. Und weil es so ewig dauert, bis so ein Rechner wirklich funktioniert, das nennen wir in Europa schnelles Internet, aber in Korea ist das was völlig anderes hier. Und das Gleiche gilt für Nanotechnik, für Gentechnik, für viele, viele Bereiche, wo wir wirklich 10, 15 Jahre zurück sind gegenüber dem, was technisch geht. Aber wir wissen, wie niemand sonst auf der Welt, durch die ganze Umweltdiskussion, wie man Dinge machen kann, dass sie gesund sind und gut für die Umwelt. Jetzt ist es nur ein Paradigmenwechsel voraus, zu begreifen, dass das Glas schon halb voll ist, nicht halb leer, und dass man nicht mit schlechtem Gewissen und vermeiden, sparen, verzichten sozusagen dort weiterkommt, sondern nur die falschen Dinge damit perfekter macht. Wenn ich von Hamburg nach Hannover möchte, dann hilft es mir nicht, effizient nach Kopenhagen zu gehen. Das heißt, jetzt geht es nur darum, die Dinge wirklich aktiv anzugehen. Ich habe selber nicht gedacht, dass ich erleben würde, dass sich Cradle to Cradle so schnell umsetzt. Zu begreifen, dass die Erde keine Scheibe ist, hat für die Menschheit über 500 Jahre gedauert. Also ich bin erstaunlich optimistisch, wie schnell sich das umsetzt. Andererseits bin ich auch etwas zögerlich, weil ich sehe, dass wenn wir jetzt die Dinge nicht ändern, wird man nicht mehr die Vitalität haben, die Dinge zu ändern, weil wir die Reparatur der Zerstörung so viel Energie und Aufwand brauchen werden, dass wir gar nicht mehr die Chance haben, Dinge neu und anders nochmal zu denken. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe 24 Jahre gearbeitet für ein kompostierbares Leder. Jetzt gibt es das Leder, aber es gibt in Europa keine Gerbereischule mehr, die dieses Leder wirklich den Gerbern beibringen könnte. Ich habe eine Solaranlage untersucht, in Europa gefertigt. Die hat nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Die chinesische Anlage verliert in den ersten 5 Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades. Wenn ich die Solaranlage verkaufe, ist die chinesische Anlage konkurrenzlos billig. Wenn ich aber nur 20 Jahre Licht einfangen verkaufen würde und Stromerzeugung, wäre die europäische Anlage über 30% kostengünstiger. Aber es gibt praktisch keine relevante europäische Solaranlagenfertigung mehr, weil das Geschäftsmodell dafür nicht da ist. Also wenn man die Solaranlage kauft, machen wir die Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll. Und dann bin ich bei Solarhauptstadt Europas, die Stadt Freiburg, wie sie sich nennt, davon, und dann kaufen die Solaranlagen. Oder ich bin bei BMW, der Fabrik der Zukunft, und die kaufen Roboter. Dabei braucht doch niemand Roboter, ich brauche doch nur Schweißpunkte. Das heißt, das Denken ist noch nicht da. Und darum freue ich mich natürlich, wenn es Leute wie Sie gibt, wenn es Life Trust gibt, wenn es Ihr Team gibt, was eben in der Tat eben als Katalysator dient, als Plattform, als Institution, was den Menschen hilft, ein echtes Selbstbewusstsein zu bekommen. Und soweit habe ich natürlich gerne Rede und Antwort gestanden für den Podcast. Super. Ich habe noch 2 kleine Fragen, weil wir haben wirklich ein sehr begeisterungsfähiges Publikum und viele selbstständige Unternehmer. Und ich hoffe natürlich, dass ganz, ganz viele von denen jetzt gerade sagen, okay, wie kann ich Part davon sein oder wie kann ich diese Philosophie überhaupt erstmal selbst noch tiefer inhalieren? Welches Buch empfehlen Sie zum Einstieg? Naja, das wäre jetzt ein bisschen platt, einfach zu sagen, natürlich habe ich dazu auch Bücher geschrieben dazu, und so Cradle to Cradle gibt es auch ein Buch, aber es geht mir eher um die Denkweise. Ich warte eher in diesem Verein Cradle to Cradle mitzumachen, der ist gemeinnützig, und dann habe ich eine Kommunikationsplattform, und dann könnte natürlich im Prinzip Life Trust natürlich auch eine Kommunikationsplattform sein, gerade für solche Unternehmer, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen völlig neu nochmal zu denken. Weil man muss sich ja wirklich vorstellen, wie primitiv die ganze Situation im Moment ist. Aus 41 seltenen Elementen eines Mobiltelefons werden genau 9 zurückgewonnen. Im besten Fall auf der Welt. Und die wirklich seltenen werden nicht zurückgewonnen, weil die Gestaltung ist nicht so. Also Gold ist nicht wirklich selten, es ist nur teuer. Aber Germanium oder Gallium oder Indium, das geht alles verloren. Oder aus 46 Stahllegierungen eines Autos machen die Leute nachher Baustahl, damit ist alles Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Molybdän, Wolfram, Antimon, Titan, ist alles verloren. Alle diese Stahladditive sind alle verloren, die extrem selten sind. Das heißt, die Dinge
die müssen alle nochmal neu erfunden werden. Und dafür braucht es sicherlich Kommunikationsplattformen. Und so rate ich eher einfach, die Dinge selber nochmal zu denken und zu sagen, mein Produkt, was ich herstelle, was ich mache, kann ich das verbrennen im Ofen als Brennstoff oder kann ich es verwenden als Kompost oder geht es zurück? Also ich habe eine Firma 2013 getroffen in Österreich, die Firma Adler zum Beispiel, die hat einen tollen Slogan, die macht nur Holzfarben und ihr Slogan ist, wir haben Farbe im Blut, hat mich schon etwas irritiert, aber na schön. Und dann frage ich die Frau Bauhofer, die Eigentümerin der Firma, wie viele Farben haben Sie, die ich auf Holz aufstreichen kann und das Holz nachher noch in meinem Ofen verbrennen kann? Und sie hatten damals keine einzige Farbe. Inzwischen sind es Dutzende. Und die werden ihren ganzen Betrieb so umstellen, dass die Holzfarben wirklich für Holz geeignet sind und in biologische Systeme zurückgeben können. Und soweit gesehen, wenn man solche Beispiele sieht, glaube ich, dass echte Menschen, die was unternehmen wollen, also die Unternehmerinnen und Unternehmer sein wollen, für die ist das extrem befreiend, weil sie nicht ständig immer ein schlechtes Gewissen dafür haben, für das, was sie machen, sondern sie können wirklich eben Cradle-to-Cradle als Innovationschance begreifen. Viel, viel bessere Produkte entstehen dadurch, die eben nicht mit Sklavenarbeit aus Asien konkurrieren. Also den Verein werden wir auf jeden Fall unter dem Podcast packen und definitiv auch Ihre Bücher. Meine letzte Frage, also mir geht es ja immer nicht schnell genug, die Veränderung. Ja, also meine eigene und auch die der Welt. Mich interessiert immer, und jetzt auch bei Ihnen, woher ziehen Sie als Mensch Ihren Optimismus, Ihren Sinn, was ist Ihre Kraftquelle? Ja, ich schaue mal die Menschen an und ich frage einfach sozusagen, was bringt sie dazu, sich nicht so zu verhalten, wie ihr eigentliches Potenzial ist? Und dann stelle ich fest, dass es hauptsächlich Angst ist, Unsicherheit, Deformationen, die man in der Kindheit vielleicht erlitten hat. Aber ich mag die Leute. Ich schaue die Menschen an und sehe sie als eine Möglichkeit, eine Chance auf der Straße. Wenn ich sie angucke, ich schaue mir Kinder an und sage, bitteschön, wann fängt das Böse in dir an? Nein. Wenn ein Kind sich so verhält, dass es anderen schadet, dann ist es aus Angst, aus Unsicherheit. Ja. Also die Menschen selber sind für mich eigentlich die Quelle dafür, das Potenzial, was die Menschen dazu haben. Und wenn ich sehe, dass so viele Menschen jetzt dabei Dinge lernen, und zwar in so kurzer Zeit. Also wir müssen ja schon irgendwie ein bisschen bescheiden sein, wenn wir sehen, wie die Menschheit Lernfortschritte schafft. Dann sind dort viele, viele Schleifen erstmal gemacht worden und viele Dinge wieder vergessen worden. Insgesamt glaube ich, dass wir dadurch, dass wir uns als Menschheit insgesamt begreifen, doch auch viel schneller vorankommen. Wir können das europäische Problem denken, nehmen, was vielfach leider dazu führt, dass unsere Universitäten eigentlich nichts tun, sondern Hauptsache eben forschen. Denn solange geforscht wird, muss ja niemand irgendwas tun. Also die letzte traurige Ereignis war diese Polarstern-Expedition, wo 130 Millionen Euro ausgegeben werden, damit sich ein Eisbrecher in der Arktis irgendwie festfrieren lässt und den Treibhauseffekt untersucht. Was die Botschaft doch klar sagt, naja, wir müssen jetzt erstmal noch viel forschen. Nein, wir müssen jetzt wirklich handeln. Also ich habe 1984 eine Untersuchung vorgelegt, dass PVC-Weichmacher unfruchtbar machen. Die Frau Flemming, Ministerin in Österreich, hat das aufgegriffen, hat dann PVC für viele Anwendungsbereiche verboten. Aber insgesamt sind die Weichmacher jetzt gerade vor einem Jahr verboten worden. Die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich halbiert in der Zeit. Und ich habe damals gezeigt, dass das zu Schilddrüsenerkrankungen führt. Aber das hat nur dazu geführt, dass man große Forschungsprogramme gemacht hat, ob die Zwitterbildung von Schnecken in der Nordsee auch auf PVC-Weichmacher zurückzuführen ist oder ob das Meerschweinchen auch unfruchtbar wird. Also das sind die europäischen Denken, die hauptsächlich sozusagen sich in Problemen suhlen. Aber das ist schon wichtig, um auch die Probleme zu verstehen. Aber es braucht auch die amerikanische Denkweise, die Dinge auch zu gestalten, den Handlungswillen, den man in Amerika sehen kann, meistens allerdings schlecht informiert, aber den Gestaltungswillen, der hilft uns durchaus. Wir brauchen vor allem südliche Lebensfreude. Also wir haben ein skandinavisches Modell, wo es dunkel und kalt ist.
da kommt man im Prinzip nur durch Doppelmoral zurecht. Ich meine, ich war vor kurzem in Finnland gewesen, die sagen wirklich, sie sind aus Kohle am Aussteigen, sie bauen aber Atomanlagen gleichzeitig und dann schaue ich, wie sie ihre Energie gewinnen und dann betreiben sie ein Dutzend von Torfkraftwerken. Dagegen ist unsere Braunkohle in Deutschland total harmlos, in Anführungszeichen davon. Dann geben sie Torf noch als erneuerbar aus, weil es ja in 100.000 Jahren ja wieder erneuert wird. Wenn es dunkel und kalt ist, dann müssen sie zu Doppelmoral neigen, weil sonst kommen sie nicht durch den Winter irgendwie. Also es braucht diese südliche Lebensfreude, die auf der Großzügigkeit des Energieeintrags ja auch basiert, natürlich wesentlich. Und es braucht echtes asiatisches Kreislaufdenken. Ich meine, wir haben den Bauern immer nur die Dinge weggenommen und haben ihnen nie was zurückgegeben. In China konnte man 6.000 Jahre bruchlose Zivilisation schaffen, weil man immer in Kreisläufen gedacht hat, immer die Nährstoffe zurückgebracht hat. Während die Stadt den Bauern das weggenommen hat, die Bauern verarmten, mussten entweder auswandern oder in die Stadt kommen. Die Stadt musste größer werden und die Nährstoffe woanders stehlen. In unseren ganzen westlichen Zivilisationen haben wir immer nur linear gedacht und nie in Kreisläufen. Aber wenn wir das alles zusammenbringen dazu, das, was die Menschheit gelernt hat, dann, glaube ich, werden wir insgesamt viel, viel schneller sein. Und ich glaube, dass die jetzige Epidemie uns sehr wohl zusammenbringen wird letztlich und fragen wird, was ist wirklich wichtig und was zählt wirklich. Herr Professor, ich bedanke mich ganz, ganz doll für dieses lichtvolle Gespräch. Also ich fühle mich gerade zutiefst inspiriert. Das ist wirklich eine wundervolle Message mit Tiefe und mit Hoffnung. Vielen Dank, dass Sie sich auch so viel Zeit genommen haben und ich hoffe, dass der Funke überspringt zu allen, die das gerade hören. Ja, ich meine, Sie machen ja durchaus mit Ihrer Arbeit ja dafür, ja durchaus liefern die Grundlage dafür, dass man nochmal neu und anders nachdenken kann. Was Sie und Ihre Frau dabei oft zu Wege gebracht haben, kann sich ja wirklich auch sehen lassen. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Das war eine Folge aus dem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Wir danken dir für dein Zuhören. Es ist schön, dass du da bist.